Ich sitze hier mit einem der stärksten Männer der Welt, Patrick Baboumian. Patrick, gestern warst du mein Kofferträger, vielen Dank nochmal dafür. Heute bist du mein Interviewpartner. Und also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist gerade so ein bisschen auf Tour. Und zwar nicht nur im sportlichen Sinne, sondern auch auf Promotion-Tour, denn du hast gerade ein neues Buch rausgebracht. Ich wollte jetzt erstmal sagen Kochbuch, das ist aber das, was davor erschienen war, sondern ein neues Buch, Funktionelles Krafttraining für Helden. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, es ging halt darum, ich habe in meinem ersten Buch, das ich vor 2 Jahren rausgebracht habe, versucht, so die dringendsten Fragen, die an mich herangetragen werden, so ein bisschen zu beantworten. Da ging es also ganz viel auch um Essen, weil viele Leute sich natürlich fragen, wie kann man relativ stark sein, und zwar so stark, dass man eben im Leistungssport nachher auch mit den Besten der Welt mithalten kann und gleichzeitig sich komplett frei von tierischen Lebensmitteln ernähren, sich rein pflanzlich ernähren. Das ist halt für viele Leute immer noch so ein bisschen paradox, und um das so ein bisschen aufzulösen und den Leuten halt meine Ernährung zu erklären, habe ich eigentlich hauptsächlich das erste Buch geschrieben. Da ging es also zentral wirklich auch ums Essen. Und jetzt ging es eben darum, im zweiten Buch natürlich die andere wichtige Komponente, die eine Rolle spielt, bei der Erreichung der Ziele, die ich da sportlich habe, darzustellen. Und das ist natürlich das Training. Und das heißt also, der zentrale Faktor im neuen Buch ist eben Training. Und zwar versuche ich das Ganze eben so breit auch anzugehen, dass verschiedene Zielgruppen bedient werden. Also es ist zum einen sind halt auch für Fortgeschrittene Tipps und Hinweise drin, wie auch sie ihr Training noch optimieren können. Zum anderen ist es aber auch so, dass ich sehr basal anfange und wirklich Grundbegriffe erkläre, theoretische und praktische Grundbegriffe, sodass jeder, der vorher gar keine Berührungspunkte hatte mit Krafttraining, trotzdem letzten Endes nachher versteht, wie Krafttraining funktioniert und wie man da eben seinen Körper dahin bringt, wo man ihn haben möchte, sprich also Muskulatur aufbaut, Kraft aufbaut und so weiter. Du sagst, für eine breite Basis, um dich da kurz zu unterbrechen, da, wenn du jetzt mich anschaust, ich bin nicht so wirklich der muskuläre Typ, sondern ich bin Ausdauersportler. Mhm. Ist es auch was für Ausdauersportler? Du sagst, für jeden geeignet im Grunde? Müssen wir Ausdauersportler das machen? Ja, absolut. Also das ist auch was mir sehr am Herzen lag, ein Buch zu schreiben, das Krafttraining auch eben gerade für Leute, die selber gar nicht jetzt interessiert sind, Kraftsportler zu werden, sondern eben ganz anderen Sport machen, aber dennoch eine gewisse Muskulatur und eine gewisse Körperkraft, eben auch Körperspannung brauchen für den Sport, den sie machen. Sprich also auch für Spielsportarten oder also selbst wenn ich Fußballer bin, brauche ich eine gewisse Körperlichkeit einfach, um auch im Zweikampf mithalten zu können, um in bestimmten Situationen auch einfach für den Sprint beispielsweise brauche ich einfach eine gewisse Menge an Muskulatur und auch an Kraft, um diese Power übersetzen zu können. Und auch für einen Ausdauersportler, besonders in deinem Fall ist es halt so, dass du natürlich auch sehr groß bist, also du bist über 1,90 groß. Und da ist es eben wichtig, dass man zum Beispiel die Stabilisatoren, die Rückenmuskulatur und so weiter für die Körperhaltung auch schult. Gerade wenn man abseits vom Sport viel sitzt, wenn man also vielleicht womöglich eine schreibende Tätigkeit hat oder sowas, dann ist es halt so, dass man oft auch in einer Haltung ist, die nicht wirklich physiologisch ist. Und da hilft es eben, wenn man die Rückenmuskulatur aufbaut. Das heißt also, die Krafttraining an sich ist ein ganz wichtiges Element eigentlich für fast jeden Menschen. Vollkommen egal, ob er jetzt das Ziel hat oder ambitioniert ist, in solche Bereiche vorzustoßen, wo ich mich bewege. Und deswegen habe ich auch das Buch entsprechend so konzipiert. Das heißt, also, da sind Übungen drin, die ich jetzt auch nicht primär nonstop mache, wie zum Beispiel ein Burpee. Ein Burpee ist normalerweise eine Übung, ist eine Eigengewichtsübung. Das ist nicht zentraler Bestandteil meines Trainings. Um ehrlich zu sein, mache ich das vielleicht mal alle Schaltjahre. Aber es ist eine super Übung für jemanden, der eben auf verschiedene, in verschiedenen Domänen fitter werden will und auch eben auch Power aufbauen will. Und so ist das Buch eben auch konzipiert. Vielleicht sollte man da erstmal für die Leute, die jetzt zuhören oder zugucken, entsprechend erstmal ein bisschen was über dich erzählen. Mhm. Du bist gebürtiger Iraner, bist dann nach Deutschland gekommen und machst jetzt seit über 22 Jahren, glaube ich schon, ne? Kraftsport auf einem Hochleistungssport, also nicht nur so wie so ein paar Leute mal ins Fitnessstudio regelmäßig gehen, sondern doch auf einem ganz anderen Level. Dann hast du eine ganze Weile aufgehört und bist jetzt wieder am Start. Das Interessante dabei ist aber, du bist ja auch Weltrekordler. Du hast einen Weltrekord aufgestellt, Joke Walk heißt das, glaube ich, oder Joke, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber das ist Strongman. Und auch noch verschiedene andere in verschiedenen Gewichtsklassen. Und du hast diesen Weltrekord vor ein paar Jahren aufgestellt und da warst du noch vegetarisch. Nee, das stimmt nicht. Nein?
Also sämtliche meiner Weltrekorde im Schwergewicht. Okay. Ich habe aus meiner vegetarischen Zeit nur einen Leichtgewichtsweltrekord. Alles klar. Alle anderen Weltrekorde sind aufgestellt worden, als ich vegan war. Okay. Aber ich habe diesen Titel stärkster in Deutschland als Vegetarier gewonnen. Genau, okay, das war's, alles klar. Und dann hast du aber entschieden, dass du auch vom Vegetarischen weg noch einen Schritt weiter gehst in eine vegane Ernährung. Mhm. So, und jetzt stelle ich dir die Frage, die für Veganer wahrscheinlich ganz fürchterlich zu hören ist, die aber für die Leute, die dich auskennen, auch von dir jetzt doch nochmal beantworten muss. Wo kriegen Veganer ihr gesamtes Protein denn her, das sie brauchen für so einen Sport? Ja, also die Frage ist deswegen furchtbar, weil halt ein normaler Mensch und auch jetzt jemand, der Ausdauersport macht, im Grunde genommen so eine überschaubare Menge Protein braucht, dass es fast unmöglich ist, diese Menge an Protein nicht aus Versehen mit dem ganz normalen Essen zu sich zu nehmen. Deswegen ist die Frage für die meisten Leute furchtbar. Für mich ist sie nicht so furchtbar, weil als Kraftsportler habe ich tatsächlich einen höheren Proteinbedarf, als man normalerweise hat. Aber auch für mich ist das über pflanzliche Nahrung überhaupt kein Problem. Das Problem, warum die meisten Leute überhaupt auf diese Frage kommen oder warum sich die Frage überhaupt stellen, rührt eigentlich daher, dass die meisten Leute eine vollkommen falsche Vorstellung davon haben, was eine vegane Ernährung ist. Und zwar, weil sie nämlich denken, eine vegane Ernährung ist eine bestimmte Art, sich zu ernähren und das mit Grünzeug assoziieren. Also irgendwie mit höchstens noch vielleicht Nüssen oder sowas und dann ansonsten bloß Salat und Laub und Gras und Grün, also irgendwie Gemüse und sowas. Ich habe gelesen, du magst kein Gemüse. Genau, und der Witz daran ist halt, ich bin absoluter Gemüsehasser, schon mein ganzes Leben lang gewesen. Das hat sich auch nicht dadurch geändert, dass ich vegan geworden bin. Und ich esse eben nicht den ganzen Tag Grünzeug, sondern was ich halt mache ist, ich kombiniere Hülsenfrüchte und Getreide als Proteinquellen. Also viele Leute wissen nicht, dass Getreide auch eine super Proteinquelle ist. Wenn man sich zum Beispiel die Frühstückshaferflocken, die man sich in den Müsli haut, wenn man sich die anguckt, dann hat man um die 13 Gramm Protein pro 100 Gramm. Das heißt also, wenn man da irgendwie sich in den Müsli dann einfach mal 100 Gramm Haferflocken macht, dann hat man da aus Versehen schon 13 Gramm Protein mitgenommen. Und bei pflanzlichen Quellen ist es so, der einzige Nachteil, in Anführungsstrichen, den pflanzliche Quellen gegenüber tierischen Quellen haben, ist, dass sie nicht so rund sind vom Aminosäurenprofil her. Das ist aber nur dann ein Problem, wenn ich den ganzen Tag lang nur eine Quelle zu mir nehmen würde. Das macht kein Mensch. Ist aber auch nicht so, das hört man ja auch, dass pflanzliche Quellen oder pflanzliches Protein nicht so gut verwertet werden kann. Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Riesenmissverständnis. Es ist wirklich nur diese Tatsache, dass eine tierische Quelle immer von der Zusammensetzung, also ein Protein besteht ja aus Bausteinen, den Aminosäuren. Und die Zusammensetzung einer tierischen Quelle ist halt automatisch näher an der Zusammensetzung unseres Körperproteins. Und dadurch, sagen wir, ist diese Quelle balancierter. Das heißt also, sie ist sozusagen schon ganz gut geeignet, um körpereigenes Protein daraus zu machen. Das ist bei pflanzlichen Proteinen natürlich logischerweise, weil Pflanzen eben etwas weiter weg sind genetisch von uns. Die haben eine andere Zusammensetzung. Das ist aber nur dann ein Problem, wenn ich jetzt hingehen würde und würde den ganzen Tag als Proteinquelle nur Erbsen zu mir nehmen. Dann hätte ich ein Problem. Aber in dem Moment, wo ich Erbsen und zum Beispiel Reis zusammen konsumiere oder irgendwie über den Tag verteilt kombiniere miteinander, bekomme ich die Aminosäuren, die in der einen Quelle weniger vorhanden sind, aus der anderen Quelle und umgekehrt. Und da ist es eben relativ geschickt, wenn man Getreide und Hülsenfrüchte kombiniert. Und das klingt jetzt vielleicht kompliziert, ich rede da jetzt irgendwie 5 Minuten drüber. In der Küche ist es nachher super unkompliziert, weil das heißt dann, also wir machen viel orientalisches Zeug, und dann machst du automatisch Erbsen und Reis zusammen. Ich meine, oder wer isst denn Erbsen allein? Also das heißt, man macht das automatisch meistens schon richtig. Also es ist, wenn ich mir Erdnussbutter aus Brot mache, habe ich Weizen und Hülsenfrucht ist die Erdnuss. Also diese Kombination hat man fast automatisch immer in der Küche. Und deswegen ist es eben auch total easy, das zu machen. Und ich gucke halt, dass ich einfach Quellen habe, die eine hohe Kaloriendichte haben, Quellen habe, die einen hohen Anteil an Protein haben. Im Grunde genommen mache ich das Gleiche, was jeder Nicht-Veganer aufmachen würde an meiner Stelle oder was ich als Nicht-Veganer auch vorher gemacht habe. Nur ich mache es eben mit pflanzlichen Quellen. Und du machst es auch nicht alleine, sondern du hast eben gerade schon von mir gesprochen. Du hast vor deinem Kraftbuch, was jetzt rausgekommen ist, ein Kochbuch gemacht. Und das war komplett im Eigenverlag. Ein ziemlich ambitioniertes Projekt, was sicherlich auch viel Zeit gekostet hat. Und das hast du mit deiner jetzigen Frau zusammen gemacht. Richtig. Wer von euch beiden ist der Chef in der Küche? Ja, meine Frau. Also zumindest, also wir haben so unser Metier. Alles, was erhitzt wird, das ist ihr Geschäft, weil da bin ich hoffnungslos untalentiert. Was ich sehr gut kann, ist Essen. Und Smoothies machen wahrscheinlich. Ja. Genau, und ich bin halt der Meister des Weitermix. Das heißt also, alles, was mit Smoothies und Shakes zu tun hat, das ist eben mein Gebiet, weil bei den Smoothies und Shakes geht es halt nicht um den kulinarischen Genuss, sondern da geht es halt in erster Linie um die Ernährungsphysiologie und das ist halt das, was ich gut kann. Und im Buch haben wir versucht, das miteinander zu kombinieren. Ja.
Das heißt also, wir haben einerseits Rezepte, die auch wirklich lecker sind. Da geht es auch gar nicht so darum, das gesündeste Rezept zu finden, weil dafür gibt es einfach meiner Meinung nach auf dem Markt schon genug Bücher. Also es gibt wirklich Dutzende Bücher, wo ganz talentierte Menschen zeigen, wie man sich vegan und ohne Ende gesund ernähren kann. Darum ging es uns nicht. Uns ging es darum zu zeigen, dass man sich vegan auch eben einfach furchtbar teilweise ungesund, aber eben auch kalorienreich, deftig und lecker ernähren kann. Ja. Und so ist das Ganze auch gestaltet. Und das ist auch tatsächlich das, was ich eben auch, also wie ich mich ernähre, weil ich das einfach von meinem Sport her auch brauche. Ich muss ein gewisses Körpergewicht halten und dann nützt es mir halt nichts, wenn ich bei allen Sachen auf Vollkorn und sowas achte und dann nachher ganz viel auch Ballaststoffe zu mir nehme, die mich nachher schnell satt machen. Das brauche ich halt nicht. Ich brauche lecker. Ja. Und davon viel. Genau. Bei deinem jetzigen Buch bist du ja dann noch einen ganzen Schritt weiter gegangen. Es ist ja nicht nur ein Buch, sondern zu dem Buch gibt es dazu auch noch Videos. Mhm. Und neben diesem Buch wird auch noch eine Dokumentation erstellt. Kannst du uns über diese beiden Multimedia-Projekte, die da dazugehören, im Grunde was erzählen? Mhm. Also wir haben das Buch jetzt so konzipiert, dass wir als zentralen Bestandteil des Buchs einen Übungskatalog von 50 Übungen haben. Dabei habe ich bei 30 dieser 50 Übungen, also beim größten Teil, darauf geachtet, dass man unabhängig von einem Fitnessstudio ist. Das heißt also, es sind 20 Übungen, die man mit sogenannten Golem-Bags ausführt. Das klingt jetzt irgendwie ganz großartig, ist aber im Grunde genommen total easy. Also ich habe vor, demnächst Taschen rauszubringen, mit denen man diese Übungen machen kann. Aber, jetzt kommt das Gute, man braucht diese Taschen nicht, sondern man kann anstatt diesen Taschen, die ich demnächst rausbringen werde, auch einfach normale, stabile Einkaufstaschen nehmen. Mhm. Und was man dann letzten Endes macht, ist, man macht viele Übungen, die man normalerweise mit Kurzhanteln oder mit einer Langhantel machen würde, macht man mit diesen Taschen. Das hat einen unglaublich befreienden Effekt für jeden, der das Problem hat, dass er einfach die Zeit nicht hat, sich ins Auto zu setzen, in ein Fitnessstudio zu fahren und diese Zeit zu investieren, um eben trainieren zu können, der aber vielleicht pro Tag schon eine halbe Stunde entbehren könnte. Das mit Taschen zu machen, gibt einem die Möglichkeit, da wo man ist, direkt zu trainieren. Das in Kombination mit 10 guten Eigengewichtsübungen ergibt dann einen Katalog von 30 Übungen alleine, die man also mit minimalem Aufwand und mit minimalem Equipment jederzeit überall machen kann. Also gerade auch wenn man im Urlaub ist, ist das glaube ich eine ganz großartige Sache, weil dann suchst du dir kein Fitnessstudio, sondern du kannst gerade mit diesen Taschen, die wir jetzt selber entwerfen, wird es so sein, dass du die auch mit Sand befüllen kannst. Mhm. Dann gehst du einfach an den Strand, haust dir Sand in die Dinger, hast eine Kofferwaage, guckst, was die Dinger wiegen und dann machst du deine Übungen am Strand direkt. Das Schöne an den Videos, finde ich da noch ganz besonders, ist ja, man kann große Fehler machen beim Krafttraining, wenn man sie falsch ausführt. Richtig. Und in dem Video wird halt ganz genau gezeigt, wie es funktionieren sollte. Genau, da haben wir das Ganze jetzt so gemacht, wir haben die 50 Übungen und von denen haben wir jetzt 10. Da habe ich darauf geachtet, dass das auch speziell die Übungen sind, die eben, wo über die Fehlerhäufigkeit auch höher ist. Da haben wir 10 Videos genommen und haben die jetzt einfach frei ins Netz gestellt. Das heißt, wenn ich jetzt das Buch habe und ich habe die Übung, dann habe ich einen QR-Code, den kann ich abscannen und dann kann ich mir direkt auf dem Smartphone oder auf dem Rechner oder wo auch immer, kann ich mir das Video dazu angucken. Hat einfach den Vorteil, dass man natürlich auf den Bildern das nicht hundertprozentig den Bewegungsablauf darstellen kann, sondern nur die wichtigsten Phasen und im Video siehst du es dann wirklich in Bewegung. Und ich gebe dazu halt nochmal ein paar Tipps. Und geplant ist jetzt eben nachher hinzugehen und sämtliche Übungen nochmal mit zusätzlichen Inhalten auf einer DVD auch nochmal zu veröffentlichen und das möglichst noch vor Weihnachten. Und die Idee dahinter ist eben, dass jemand, der das Buch hat und sagt, ich möchte eigentlich, sich auch die Online-Videos angeguckt hat und dann sagt, ich möchte eigentlich alle Übungen mal in Bewegung sehen, dass er eben die Möglichkeit hat, dann zusätzlich sich noch die DVD zu holen und dann eben nochmal so ein rundes Paket zu bekommen, wo man dann letzten Endes eigentlich fast idiotensicher schon bei der Sache ist. Nichtsdestotrotz würde ich jedem empfehlen, wenn man jetzt wirklich blutiger Anfänger ist, zumindest bei den Gym-Übungen, also bei den Übungen jetzt, wir haben 10 Übungen, die im Studio gemacht werden, also mit freien Gewichten und 10 Übungen, die mit Strongman-Equipment gemacht werden. Bei den Sachen, und so steht es auch im Buch, würde ich immer empfehlen, dass man das in der Anfangszeit unter Aufsicht macht, weil natürlich auch so ein Video, wenn man sich es anguckt, das nicht ersetzen kann, dass jemand einen da so ein bisschen kontrolliert, weil man sich selbst eben auch beim Training nicht sieht und die Fehler einem dann nicht wirklich auffallen. Das ersetzt jetzt nicht einen Trainer, aber man bekommt trotzdem alles Wissen, was man braucht, um durchzustarten. Zusätzlich wird ja diese Doku gedreht und dann ging es darum, dass du ja jetzt erst kürzlich einen neuen Weltrekord im Jogwalk aufgestellt hast mit 560 Kilo. Mhm. Und perspektivisch sollte es aber dahin gehen, dass du diesen Strongest Man-Titel halt auch als
Veganer dann nochmal erreichst. Und wie ist der Stand denn bei dieser Doku? Wie geht es da voran und wie geht es dann auch mit deinem Weltrekordversuch weiter? Du bist ja dann eigentlich mitten im Training und zwar dauerhaft. Ja, also die Doku, die wir drehen, die ist jetzt nicht zentral um meine Person, sondern es geht halt in der Doku darum, die Doku heißt Game Changers, und es geht halt darum, Persönlichkeiten, die ähnliche Dinge tun, wie ich das tue, also wie zum Beispiel jetzt Rich und eben auch andere Athleten, die in einem extremen Bereich unterwegs sind und sportliche Extremleistungen vollbringen und sich pflanzlich ernähren, die zu porträtieren und eben zu zeigen, zum einen, also das als eine Komponente und dann die wissenschaftliche Seite als andere Komponente, um einfach zu zeigen, dass eine pflanzliche Ernährung absolut geeignet ist, um den Körper im Hochleistungsbereich auch voranzutreiben. Das ist sozusagen das Grundthema der Doku und ich bin eben ein Teil davon. Ich bin jetzt aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich besonders auffällig bin, was dieses Konzept angeht, bin ich schon ein zentraler Teil der Doku, aber die Doku selbst ist größer als ich. Ich bin Teil einer größeren Sache. Okay. So, und momentan thematisieren wir eben auch die Tatsache, dass ich jetzt wieder in Wettkämpfen drin bin und mir eben als nächstes einiges vor die Brust genommen habe, was ich jetzt eben erreichen möchte. Dazu gehört, dass ich mir jetzt eben erstmalig den Titel den Nationaltitel in Deutschland, also stärkster Mann Deutschlands, dass ich mir den als Veganer holen will. Weil ganz oft ist es eben so, dass die Leute sagen, ja, wenn man halt sagt, der stärkste Mann Deutschlands ist Veganer, dann wird dann halt gesagt, ja gut, der hat sich den Titel aber ja als Vegetarier geholt. Und das ist auch richtig. Ja. Ich bin deswegen nicht schwächer geworden danach. Im Gegenteil. Also sämtliche meiner Schwergewichtsweltrekorde sind danach erst aufgestellt worden. Ich bin heute 15 Kilo schwerer, als ich es vorher war. Ich bin im Grunde genommen in allen Übungen stärker, als ich es vorher war. Und das, obwohl ich jetzt mittlerweile mit 36 auch in einem Bereich bin, wo viele Sportler eigentlich schon in Rente gehen. Und ich mache immer noch Fortschritte. Nichtsdestotrotz würde ich natürlich den Titel selbst auch gerne replizieren, jetzt über 4 Jahre, nachdem ich vegan bin, um einfach so dieses letzte Argument, was manche Leute da versuchen, diesen Ast, den sie da versuchen... Für einen selbst ist es gar nicht so wichtig vielleicht, aber genau. in der Darstellung, der Außenwahrnehmung ist es einfach so, dass die Leute da immer drauf gucken. Ja, ja. Genau, also es ist halt, ich bin ja so in einer Doppelrolle als Athlet auch. Zum einen mache ich den Sport, weil er mir Spaß macht und weil das einfach das ist, was ich liebe und was ich eben... Ich mache das ja nicht umsonst seit 22 Jahren, das ist eben mein Ding. Und zum anderen nutze ich den Sport natürlich auch als Vehikel, um einfach Aufklärungsarbeit zu leisten und den Leuten so ein bisschen die Augen zu öffnen, dass man eben kein Fleisch braucht, um stark zu sein und so weiter. Und dass viele Sachen, an die wir glauben, am Märchen sind. Ja. In dieser Doppelrolle ist es eben so, dass es mir halt jetzt speziell bei diesem Titel tatsächlich überhaupt nicht um irgendwelche Eitelkeiten geht. Also ich könnte problemlos auf den Titel verzichten, weil ich weiß, also ich muss mir selber nichts beweisen. Sondern es geht halt vielmehr darum, einfach diese Argumente außer Kraft zu setzen, die Leute immer wieder versuchen zu benutzen, um an diesen alten Mythen festzuhalten. Das ist eigentlich letzten Endes meine Motivation, all diese verrückten Dinge zu machen. Du bist ja diesbezüglich auch stark an den sozialen Netzwerken aktiv. Mhm. Und wirst du aber auch, weil du dich auch gerne mal doch deutlich äußerst oder positionierst, entsprechend auch angegriffen. Wie stark geht dir das an den Nieren? Wie heftig ist das manchmal? Also letztens habe ich es erst kürzlich ja wohl gelesen, dass jemand dann einfach auf Facebook das Gerücht verbreitet hat, du warst dann bei irgendeiner Messe und hast das wieder ins Steak reingeschoben. Und dann halt deine Reaktion dann auch entsprechend darauf. Wie heftig ist es dann in diesem Umgang eigentlich, sich immer mit sowas auseinandersetzen zu müssen? Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt manchmal Sachen, die mir tatsächlich irgendwie an die Nieren gehen. Das ist aber in der Regel nur dann der Fall, Wenn ich einen Konflikt habe mit jemandem, den ich kenne. Also wenn das jetzt hier wirklich jemand ist, den ich persönlich kenne und ich dann in Streit mit dieser Person gerate. Das ist meistens nicht der Fall in diesen Sachen, die auf Facebook da passieren und so weiter. Ich habe das ein bisschen an mich rangelassen, als es um politische Diskussionen ging letztes Jahr, aber davon bin ich mittlerweile weggekommen. Ich habe einfach gelernt, man kann es nicht allen Menschen recht machen und damit muss man einfach leben. Es wird immer Menschen geben, die einen kritisieren und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss die dann auch einfach in Ruhe lassen. Und damit komme ich jetzt eigentlich relativ gut klar. Aber dieser Fall, den du da genannt hast, das war tatsächlich so ein Spezialfall. Da hat eine junge Dame gemeint, sie wäre beim letzten Wettkampf dabei gewesen und hätte mich ein Steak essen sehen und hätte mich darauf angesprochen und ich hätte nur gemeint, ja nee, das brauche ich jetzt für den Wettkampf und wäre dann abgezischt. Das ist halt auf so vielen Ebenen Schwachsinn, dass ich völlig fassungslos war. Also zum einen bin ich an dem Tag des Wettkampfs von unzähligen Kameras begleitet worden. Und zwar den ganzen Tag. Das heißt, also ich könnte die Person wirklich komplett schachmatt legen, einfach mit diesem ganzen
Material. Das heißt, ich war zu diesem Zeitpunkt also überhaupt keinen einzigen Augenblick alleine. Es haben sich dann auch Athleten zu Wort gemeldet. Ich bin ja nicht alleine bei dem Wettkampf gewesen, sondern ich bin gegen andere Athleten angetreten. Und diese ganzen Athleten haben sich dann auch zu Wort gemeldet und haben gemeint, wo ist denn die jetzt ausgebrochen? Was erzählt die da für einen Schwachsinn? Ich war da. Mhm. Der Typ hat keinen Steak gegessen. Dann ist es inhaltlich Schwachsinn, weil kein Athlet, auch die Fleischesser, keiner würde vor dem Wettkampf ein Steak essen, weil man ein Steak vor dem Wettkampf braucht. Es ist das Letzte, was der Körper braucht. Also selbst wenn ich jemand bin, der Fleisch isst, dann esse ich kein Steak vor dem Wettkampf, weil das übersäuert den Körper völlig. Mhm. Ich habe dann den ganzen Mist im Magen und das würde meine ganze Leistung beeinträchtigen. Also war es auch inhaltlich Quatsch. Und im Grunde genommen, also normalerweise hätte ich einfach nur darüber gelacht, aber das Problem ist halt, wenn du dich über sowas nicht äußerst und es wurde halt über eine dritte Person auch an mich herangetragen, dann steht da so ein Fragezeichen in der Luft. Und das kann ich halt nicht zulassen, weil ich mache das, was ich mache, ja nicht aus Spaß, sondern ich mache das eben auch, weil ich Aufklärungsarbeit leiste. Und wenn dann das versucht wird von Leuten, die offenbar völlig durchgeschossen sind, wenn das dann versucht wird zu boykottieren, dann muss ich mich in irgendeiner Art und Weise dazu äußern. Und das ist damit passiert. Ich habe in Erwägung gezogen, die Person sogar anzuzeigen. Habe jetzt ein bisschen Abstand davon genommen, weil ich glaube, die Person hat ihre Lehre da schon draus gezogen. Sie hat sich komplett aus Facebook rausgelöscht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt blockiert bin und sie nicht mehr sehe, sondern sämtliche Leute haben gesagt, sie ist weg. Mhm. Und ich glaube, die junge Dame weiß, dass sie da ganz schön Bockmist gemacht hat. Mal weg von den Zuschauern zu den Athleten. Mhm. Wie ist denn das Verhältnis zu normalen also Kraftsportlern, also sprich ganz normale Gewichtheber? Ist denn das Verhältnis zu den klassischen Gewichthebern, nehmt ihr euch ernst, respektiert ihr euch gegenseitig mit eurer doch sehr, sehr unterschiedlichen Disziplin? Strongman hat andere Geschichten, also ganz andere Bierfassstämmen, so ganz seltsame Sachen, ne? Wo ein klassischer Gewichtheber wie Matthias Steiner oder sonst wahrscheinlich wirklich drüber schmunzelt. Aber respektiert ihr euch da gegenseitig oder auch intern in eurer Gruppe? Wirst du dort entsprechend vielleicht anders angesehen, weil du dich halt so ernährst, wie du es tust und damit auch ja an die Öffentlichkeit so gehst, weil du es propagieren und bewerben möchtest? Also, das sind zwei Fragen. Ja, ich fange mal an mit den Strongmen untereinander. Ja. Also untereinander verstehen wir uns alle sehr gut. Wir sind halt relativ, ne, wir machen keinen Sport, durch den man reich wird. Und dementsprechend haben wir auch nicht dieses Zickenterror, das man vielleicht, ich weiß nicht, unter Fußballern vielleicht hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nie Fußball gespielt. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es in Sportarten, wo eben der Leistungsdruck auch materiell sich manifestiert, dass man irgendwie, dass das Ganze auch um die Existenz geht oder so, dass das da anders ist als bei uns. Bei uns ist es wirklich so, dass wir uns gegenseitig helfen. Wenn einer mal seine Bandagen vergessen hat, dann hilft jemand anders aus. Und wir haben eigentlich wirklich alle eine gute Zeit während dem Wettkampf zusammen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund gewesen, warum ich im letzten Wettkampf, nachdem ich die 560 Kilo gemacht habe, und mein Plan war es, weiterzugehen und die 600 Kilo danach zu machen. Ich habe das bleiben lassen, also diesen weiteren Rekord dann einfach darauf verzichtet, obwohl ich das problemlos geschafft hätte, weil die 560 kam ganz locker, weil es geregnet hat und ich die anderen Athleten einfach nicht im Regen stehen lassen wollte. Also das ist so ungefähr die Basis, auf der wir miteinander umgehen. Und da ist es im Grunde genommen auch... Also ich werde, glaube ich, auch nicht groß anders wahrgenommen. Natürlich, es gibt bestimmt einige Jungs, denen geht das ein bisschen auf den Keks, dass dann irgendwie immer irgendein komisches Kamerateam an mir dranhängt und ich dann irgendwie die ganze Zeit von meinem Grünzeug erzähle oder so. Das kann schon mal sein, dass es dem einen oder anderen irgendwie mal auf den Senkel geht. Aber deswegen, also das ist kein Problem, dass wir dann uns irgendwie nicht grün sind oder so. Und die klassischen Gewichtheber, ist das ein Wettkampf zwischen euren beiden Sportarten? Nein, überhaupt nicht, weil das einfach völlig verschiedene Dinge sind. Also, habt ihr da Kontakt überhaupt? Oder? Ja, ich kenne so ein paar Gewichtheber, aber jetzt nicht so aus dem Schwergewicht. Oder jetzt, Matthias Steiner zum Beispiel kenne ich nicht persönlich. Ich kenne ein paar Leute, die ihn persönlich kennen und so weiter. Aber ich habe jetzt mit ihm noch nie Kontakt gehabt. Aber ich kenne viele Gewichtheber, die in leichteren Gewichtsklassen unterwegs sind. Und wir verstehen uns in dem Sinne da alle sehr gut, aber es ist eben vollkommen unterschiedliche Sache, was wir machen. Also rein sportlich gesehen ist es halt so, dass das Gewichtheben eine seriöse Sportart ist. Das heißt also, es ist eine Sportart, die eben schon sehr lange existiert, die olympisch ist, die etabliert ist, während der Strongman eine sehr junge Sportart ist. Wenn wir jetzt aber darüber nachdenken, und das ist oft die Frage, die sich die Leute stellen, wer ist eigentlich stärker, der Gewichtheber oder der Strongman? Dann muss man halt ganz klar sagen, dass der Strongman das, was der Gewichtheber macht, in sich integriert, plus X, also plus viele andere Dinge. Und das ist auch die Grundidee des Strongman gewesen. 1977 war es das erste Mal, dass man die World Strongest Man gemacht hat, als Fernsehshow quasi, um herauszufinden, wer der stärkste Mann der Welt ist. Und da waren Gewichtheber dabei.
Da ging es eben darum, Gewichtheber, Powerlifter, Ringer, Bodybuilder, also aus allen möglichen Sportarten, wo sich die Jungs für stark halten, die Stärksten zusammenzubringen und eine neue Sportart zu entwickeln, die all das integriert, aber durch neue Disziplinen dafür sorgt, dass das neutraler Boden sozusagen ist und keiner einen Vorteil hat. Also man macht kein Gewichtheben, sodass alle anderen dann nachher einen Nachteil haben, sondern man macht völlig neue Disziplinen, die Kraft auf verschiedenste Art und Weise testen. Deswegen eben diese kreativen Disziplinen auch, LKW ziehen, Waschmaschinen irgendwie durch die Gegend tragen oder durch die Gegend werfen, Bierfässer stemmen und solche Sachen, um eben niemandem einen Vorteil zu geben und am Ende des Tages wirklich auf verschiedenen Ebenen Kraft zu testen und zu gucken, wer ist wirklich der Stärkste von allen. Das heißt, wenn man sehen will, wer wirklich der Stärkste ist, dann gibt es keine andere Sportart als den Strongman, weil wir integrieren Powerlifting, Gewichtheben, funktionelle Kraft, statische Kraft, Explosivkraft, alle Dinge in einer Sportart. Und man kann davon ausgehen, dass derjenige, der bei uns Weltmeister ist, es wird keinen Gewichtheber geben, der auch nur einen Hauch einer Chance gegen die Person hat. Ganz einfach, nicht weil die Gewichtheber nicht leistungsfähig sind, sondern die Gewichtheber sind Spezialisten für das, was sie tun. Und ein Strongman muss breit aufgestellt sein. Ein Strongman muss alles können. Wenn ein Strongman gegen Gewichtheber im Gewichtheben antritt, wird er verlieren. Mhm. Aber wenn ein Gewichtheber ein Strongman kommt, dann ist er völlig chancenlos gegen uns. Du bist ja nicht nur Kraftsportler und Buchautor jetzt, sondern auch und entsprechend dann ja eigentlich Trainer auch, ne, mit deiner ganzen Erfahrung, sondern auch Psychologe und hast deine Diplomarbeit über Suchprozesse im Langzeitgedächtnis geschrieben. Ja. Wenn du in deinem Langzeitgedächtnis suchst, was ist da dir besonders in Erinnerung geblieben? Du meinst von meiner Studienzeit, oder? Nö, so von deiner Karriere bisher und... Ja, es gibt tatsächlich so einen Moment, der ziemlich einschneidend war für mich. Oder vielleicht sagen wir mal zwei Momente. Der erste Moment ist deswegen einschneidend, weil er mein Leben sehr stark beeinflusst hat. Also all das, was danach gekommen ist. Und das ist der Titelgewinn in 2011 gewesen. Weil der einfach letzten Endes zum einen begründet hat, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, komplett vegan zu werden und nicht mehr eben vegetarisch weiterzumachen. Und das wiederum ganz viele Dominosteine umgeworfen hat, die mich letzten Endes dahin gebracht haben, wo ich heute bin und eben auch ganz viel in meinem Leben auch verändert haben. Das ist also die eine Sache aus 2011 und dann eben aus Toronto, als ich den ursprünglichen Rekord im Yoke Walk aufgestellt habe, wo ich auch Rich kennengelernt habe. Das ist der nächste Moment, der ist deswegen einschneidend, weil das zum einen der Weltrekord war bis jetzt, auf den ich auch am extremsten hinarbeiten musste. Und obwohl ich ihn mittlerweile gebrochen habe, ist es halt so, dass mir jetzt das Brechen letzten Endes leichter gefallen ist, als damals überhaupt erstmal an diesen Punkt zu kommen, den damals aufstellen zu können. Und ich musste es eben auch in Kanada machen, was halt bedeutet, dass ich mit fremdem Equipment arbeiten musste, sehr viel drumherum. Was aber wirklich auch ein Riesenfaktor war, war eben das Feedback, was ich nachher vom Publikum bekommen habe. Und da muss man eben einfach wissen, nordamerikanisches Publikum ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn man sowas in Deutschland macht. Ich hatte das Gleiche inoffiziell schon in Deutschland etwa eine Woche vorher gemacht, in Berlin auf dem Alexanderplatz. Und das war auch toll, habe ich auch ganz tolles Feedback vom Publikum bekommen. In Kanada war es halt so, da standen 2000 Menschen, die sind völlig amok gelaufen, nachdem ich den Rekord halt wirklich geschafft habe. Und ich habe da Menschen weinen sehen. Und das ist halt was, das siehst du in Deutschland nicht. Also die sind halt nochmal ganz anders emotional. Und dieses unglaubliche positive Feedback, was danach dann eben auch kam von Menschen, die zu mir gekommen sind und eben sich auch dafür bedankt haben, dass ich das tue, was ich tue, um eben einfach so ein bisschen als, Fackelträger quasi, die Botschaft auch nach außen zu tragen. Das war so, also es hat so viel Power auch einfach zurückgegeben, dass mir das ohne Ende auch Motivation gegeben hat, dann eben in der Zeit, wo ich auch zum Beispiel mein erstes Buch rausgebracht habe, was auf eine ganz andere Art und Weise nochmal eine Herausforderung war, weil ich dann ein halbes Jahr lang überhaupt gar kein Leben mehr hatte, sondern, und nicht nur ich, sondern wir beide als Paar, also Kathi und ich, wir haben ja zusammen an dem Buch gearbeitet und wir haben halt wirklich ein halbes Jahr lang uns nur platt gemacht. Also ich habe nicht mal trainiert in der Zeit, ich habe wirklich komplett Training, alles die Uhr ist sozusagen komplett stehen geblieben, wir haben 6 Monate lang wirklich nur noch das gemacht, weil wir halt alles selber gemacht haben. Es war alles selbst gekocht, es war kein Foodstylist, es war kein Foodfotograf oder sonst jemand da. Wir haben alles in unserer Küche gemacht, in unserer Küche fotografiert. Ich habe den Kram, ich musste mir InDesign beibringen, um das Layout und alles zu machen. Und das war also eine riesen Herausforderung. Und da hat mir eben einfach diese Erfahrung in Toronto auch ohne Ende Power für gegeben. Man wächst mit seinen Aufgaben.
Letzte Frage, was sind deine nächsten Aufgaben oder was hast du vor in der nächsten Zeit? Also du bist noch ein bisschen im Wettkampf am Start, du hast auch ein bisschen schon erzählt, dass du Produkte auch rausbringst. Also sicherlich in diesem Bereich auch versuchst natürlich deinen Lebensunterhalt zu verdienen und ist ja auch entsprechend, du wirst ja auch wahrgenommen als auch allein schon durch dein Äußeres, also durchaus eine bisschen besondere Person, eine spezielle Person und da kann man sich auch sicherlich gut vermarkten. Was ist dein Plan? Wie soll es weitergehen für dich? Also strategisch ist es im Moment eben so, dass ich zum einen eben vor einigen Monaten beschlossen habe, wieder aktiv Sportler zu sein, also wieder aktiv auch an Wettkämpfen teilzunehmen und nicht wie das jetzt vorher in den letzten 2 Jahren war, nur ab und zu mal eine Aktion zu machen oder einen Weltrekord oder sowas, sondern wirklich wieder richtig mit anderen Athleten zusammen an sportlichen Wettkämpfen teilzunehmen. Das ist also das, was jetzt die nächsten 2 Jahre erstmal aktuell ist. Ist es so, dass ich mich jetzt strategisch auch breiter aufstellen will, was einfach die Geografie angeht. Sprich, ich versuche mehr in den Staaten zu machen. Ich hatte jetzt gestern erst auf der Buchmesse ein Gespräch mit einem amerikanischen Verlag, der eben Interesse hat, jetzt mein 2. Buch auch dort zu veröffentlichen. Und ich möchte auch generell mehr auch in den Staaten machen, weil das auch einfach vom Potenzial her, wir reden da über 300 Millionen Menschen. Das heißt, meine Aufgabe als Missionar sozusagen oder als Aufklärer im Ernährungsbereich ist natürlich dort auch ebenso gefragt wie in Deutschland und dadurch, dass ich halt auch relativ gut mich in Englisch ausdrücken kann, will ich versuchen, da mich auch mehr einzubringen. Dann aber auch in andere Richtungen. Also ich habe jetzt auch viele Gespräche mit Leuten aus Indien geführt und Indien ist auch zum Beispiel ein Bereich international, der mir sehr am Herzen liegt, einfach weil es so ein bisschen mit meiner Herkunft schon was zu tun hat. Also ich komme aus dem Iran. Und Indien ist nicht so furchtbar weg. Und Indien ist halt auch nochmal ein Riesenpotenzial, was, wenn man sich alleine jetzt anguckt, was die Vegetarier angeht. Also man hat, ich weiß nicht, einen Prozentsatz von 40-60% oder sowas an Vegetariern in der Bevölkerung. Und da reden wir über also eine halbe Milliarde Menschen, die quasi Vegetarier sind. Und ein Problem in Indien ist, dass eben ganz viele Leute, gerade von diesen traditionellen Vegetariern, von ihrer Kultur weggehen und anfangen, sich mehr westlich zu ernähren, weil sie sich davon versprechen, irgendwie sportlicher zu werden oder stärker zu werden. Und das ist natürlich was mich mit Grauen erfüllt, muss ich mir sämtliche Nackenhaare aufstellen. Und das ist also auch was, wo ich mich total gerne einbringen würde. Deswegen habe ich jetzt schon ganz viele Gespräche geführt und hoffe, dass in den nächsten Monaten da auch nochmal einiges passiert, dass ich eben auch mehr in Richtung Indien auch arbeiten kann, wo mir wahrscheinlich dann eben mein Englisch auch einigermaßen weiterhelfen wird, weil viele Leute eben in Indien auch Englisch sprechen. Ja, und das sind so grob die strategischen Pläne, in welche Richtung es gehen soll. Wir bringen jetzt in ein paar Wochen auch ein Protein raus, ein veganes Protein, was wir eben jetzt auch aggressiv wirklich in den Einzelhandel bringen wollen. Und weil es mir speziell eben auch darum geht, einfach ein Angebot zu schaffen, dass man in jedem Supermarkt, in der Abteilung, wo die Leute sich eben ganz normal mit Nahrungsergänzungsmitteln und Proteinen und so weiter versorgen, meine Vision ist, dass in jedem Supermarkt auch ein veganes Protein eben im Angebot da ist. So, weil ich denke halt, wie leichter es für den Einzelnen ist, sich vegan mit allem zu versorgen, was er haben möchte, desto mehr Leute werden auch den Sprung schaffen. Weil ich bin jemand, ich liebe die Herausforderung. Dadurch bin ich vielleicht schon zu einem etwas früheren Zeitpunkt auf diesen, wie ich finde, sehr sinnvollen und guten Zug aufgesprungen. Und es gibt halt Leute, die sind vielleicht nicht so begeistert von großen Herausforderungen und für die möchte ich es einfach leicht machen. Ich möchte einfach sehen, dass es in den nächsten 10 Jahren für jeden problemlos umsetzbar ist, sich vegan zu ernähren und zwar egal, welchen Sport er macht, egal, welchen Lebensstil er führt. Und da versuche ich an ganz vielen Schaltstellen sozusagen mich einzubringen und wo immer ich kann, da irgendwie hilfreich zu sein. Da drücke ich dir sehr die Daumen, wünsche dir weiter dafür alles Gute und danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke dir. Das war bestimmt länger als eine halbe Stunde. Ja, ich wollte gerade sagen, also, haben wir da ein bisschen verquatscht. 35, 34 so. Aber immerhin. Also immerhin. Relativ. Ich hätte das irgendwie länger gefühlt. Da hätte man auch noch weiter schwätzen können, ne? Ich glaube, wir haben aber viele eingebracht. Ja, aber das war schon ganz, ganz gut. Ja, schön. Nehmen wir euch die Mikros ab, ne? Jo. Du bist noch bis morgen da, ne? Ich bin heute bleibe ich hier und morgen fahre ich.